geht eigentlich nicht um die Stadtwerke, sondern es geht darum, dass du studierte Politikwissenschaftlerin bist und dich politisch engagierst. Und darüber wollten wir reden, kurz. Genau, was hat dich eigentlich in die Politik gebracht? Was war der Grund dafür, dass du irgendwie dafür Interesse hattest? Ich habe mir schon gedacht, dass du mir Fragen vorbereitet hast und habe mich entschieden, einfach jetzt das zu übernehmen und es anders zu machen. Und zwar wollte ich mich zunächst bei dir bedanken, dass du überhaupt Zeit und Raum für so ein wichtiges Thema nimmst. Und zwar werden wir jetzt nicht über dynamische Tarife reden, auch nicht über Wärmepumpen. Wir reden über die Demokratie, also die Basis, wie wir hier miteinander leben. Also danke dir dafür. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, du wirst mir die Frage stellen, wie gehe ich drauf ein? Und dann dachte ich, Mensch, das geht so nicht. Das ist nämlich ein Drama in mindestens 3 Akten. Und zwar, wenn du erlaubst, gehen wir in den ersten Akt, der zweite, dritte, danke. Genau, ich wollte erstmal ein bisschen darauf zurückgehen, gar nicht, warum ich Politikwissenschaften studiert habe. Ich dachte, ich würde damit Geld verdienen, habe ich nicht geschafft oder doch schon, aber am Ende arbeite ich für die Stadtwerke Lübeck und da bin ich sehr glücklich. Also meine politische Karriere habe ich aufgegeben. Aber zurück zu der Frage, warum man sich vielleicht überhaupt engagiert und gar nicht studiert, sondern generell Politik und wie es anfängt. Akt Nummer 1. Und das ist mir aufgefallen in vielen Gesprächen mit Freunden, Freundinnen, Bekannten. Es fehlt tatsächlich bei vielen der Wunsch, sich mit Parteien und deren Inhalten auseinanderzusetzen. Wenn ich nämlich gefragt werde, was machst du dann so? Und ich sage, ja, ich mache für die Partei, wir gehen und Sitzungen. Ach, Parteien, nee, also da kenne ich mich gar nicht aus, ich weiß das ja gar nicht. Ich weiß CDU, SPD, aber wer was macht, weiß ich ja gar nicht. Der erste traurige Akt also und der Wunsch, mein innerlicher Wunsch, dass da ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr auch Gespür dafür ist, was, worüber reden wir? Und zwar auch die Erwartung, dass wir nur über demokratische Parteien reden und nur die wählen und keine AfD und keine anderen Randparteien, die unsere Demokratie zerstören wollen. Ganz schnell zum Akt Nummer 2. Du hattest gefragt oder gesagt in einem Telefonat, wir reden über Wahlen und das nicht nur über Wahlen, also man sollte nicht alle 4 Jahre sein Kreuzchen machen, sondern man muss sich mit den Parteien auseinandersetzen und ich setze aber tatsächlich bei den Wahlen an, denn ich wünsche mir so sehr, dass viel mehr Menschen wählen gehen. Und ja, danke. Vielen Dank. Genau. Ich wünschte, wir können es einfach so sagen, ja, lasst uns doch nicht nur über die Wahlen reden und alles, was wir alles 4 Jahre machen, sondern lasst uns bitte wählen gehen. Das ist ein großes Defizit in unserem Land und wir sollten da ein bisschen dran arbeiten. Und auch da natürlich nur demokratische Parteien. Ich bin Parteimitglied, ich werde jetzt keine Werbung für die SPD machen. Wer aber ein Beitrittsformular haben möchte, ich habe immer welche in der Handtasche. Spaß beiseite. Wie gesagt, es gibt immer einen Grund dazu, einer CDU zu gehören und die zu wählen. Die Grünen, es sind alles tolle Parteien und man muss für sich selber entscheiden, wo ist mein Motiv, wo ist mein Wille, warum möchte ich eine Partei wählen, sich das überlegen und wählen gehen. Wir kommen zum dritten Akt, aber ich glaube, ich gebe dir erstmal das Mikro. Vielleicht brauche ich diesen Akt noch später, je nachdem, was du fragst. Meine Frage ist, wie ist der dritte Akt? Ja, wir kommen im dritten Akt. Der dritte Akt, und vielleicht habe ich gar nicht deine Frage gehört, das weiß ich nicht, die erste, weil ich rede von den Dingen, die ich mir so zurechtgelegt habe. Danke. Das politische Engagement, also warum sollte ich mich vielleicht in einer Partei engagieren? Warum sollte ich vielleicht Mitglied werden? Muss man ja nicht sofort, man kann ja auch erstmal reinschnuppern. Ich denke, jeder von uns hat ein inneres Motiv. Manchmal ist es auch zwischendurch Wut, das ist manchmal für mich ein Grund, ein Parteimitglied zu sein. Es kann aber auch ein tolles Motiv sein, zum Beispiel eine Vision, ein Wunsch für mich, für meine Kinder, für meine Umwelt, für meine Freunde. Und man muss sich selbst fragen, was würde mich motivieren, in eine Partei zu gehen? Bei mir waren das die Gerechtigkeitsfragen, also die ganz, ganz schwierigen Fragen. Wie soll die Welt aussehen und was wurmt mich alles? Warum kann ich nicht schlafen? Warum gibt es Rassismus? Warum gibt es Ausgrenzung, Frauenfeindlichkeiten? Ach, ich kann diese Liste endlos fortsetzen, dann werde ich wieder wütend, das wirst du nicht erleben. Und dann habe ich mich entschieden, trittst einer Partei bei und tust was. Also ich kann die Welt nicht verändern und das konnten aber auch Frauen in den 60ern, 70ern Jahren auch nicht. Und die haben richtig viel gemacht, aber gar nicht für sich, sondern für uns. Also für viele Frauen in diesem Raum haben sie den Grundstein der Gerechtigkeit gelegt. Und wir können auch sagen, ich gehe in die Partei und ich mache vielleicht eine Kleinigkeit oder auch eine mittelgroße Sache. Ich rette einen Kurpark. Klasse. Wirkt jetzt, hilft meinen Kindern. Oder wir sagen uns, wir gehen in eine Partei
Und wir schaffen etwas für die Zukunft, für unsere Kinder, für dich und für mich. Eine gerechte Welt, eine schöne Welt, eine Welt, in der alle zusammenleben können, ohne Rassismus, ohne Ausgrenzung. Also ich finde nicht, dass es einen Grund geben kann und ein Motiv, politisch aktiv zu sein, sondern es sind kleine Motive, die aktuell sind und akut. Und es sind große Visionen, wie möchten wir leben, wie möchten wir die Welt hinterlassen. Ja, sehr schön. Also ich finde, das hat einen Applaus verdient schon mal. Wenn man an Parteien denkt und an die Zusammenhänge da drin, dann denke ich ganz oft auch an irgendwelche Parteiprogramme und habe das Gefühl, ich muss mich vielleicht irgendwie hinter so ein Parteiprogramm auch vollständig stellen. Und dann fängt es an, in mir zu zucken und dann denke ich, ah nee, das passt nicht so ganz. Wie gehst du damit um? Was kann man machen, um sich irgendwie zu engagieren und trotzdem irgendwie vielleicht den ein oder anderen Konflikt zwischen sich und dem Parteiprogramm irgendwie einfach mal links liegen zu lassen, wenn man im Groben vielleicht einfach verstanden ist. Ja, es ist schön, dass du an Partei und an irgendwelche großen Sachen denkst. Ich denke immer an Grünkohl bei Parteien, weil tatsächlich mein Parteibuch wurde mir beim Grünkohlessen übergeben und ich muss auch alle 2 Jahre mindestens zu einem und das vielleicht mag es einer, also das soll jetzt kann ein Motiv sein, soll keine Kritik sein, aber nein, tatsächlich ist es so, dass wir viele Wege und Formen haben, politisch tätig zu sein in einer Partei und du musst dich auch immer als den Beitrag, den inhaltlichen Beitrag in einer Partei sehen, denn natürlich machen wir nicht immer noch die Themen, die wir vor 150 Jahren gemacht haben, auch eine Partei wächst und gedeiht auch an ihren Mitgliedern und an den Themen, die sie mitbringen. Und wenn du ein Anliegen hast und du kommst in eine Partei, dann kannst du auch die Themen verändern und deinen Couleur dazugeben. Das ist das eine. Und das zweite, es ist alles gar nicht so kompliziert und abschreckend. Wir haben zum Beispiel nette Arbeitsgruppen. Man kann in eine Arbeitsgruppe der Arbeitnehmer gehen oder der Selbstständigen, der Frauen. Also ich kann schon sagen, eigentlich finde ich 80% der Themen schwierig, aber 20 bewegen mich und finde ich super interessant und ich arbeite nur an diesen Themen. Du musst auch dich nicht für etwas wählen lassen oder dich irgendwo großartig aufstellen lassen, sondern einfach ein Mitglied sein und durch deine Vision die Partei reicher machen. Ey, das ist voller Luxus. Gut, ich weiß, Timo und Gäste, Tobias war der richtige Name, glaube ich. Genau. Du hattest dich. Ja. Jetzt bin ich gerade raus. Moment. Ich wollte eine Frage nämlich noch stellen, weil ihr euch gleich um Motivation dreht. Und das ist meine letzte Frage an dich. Wenn sozusagen Gegenwind da ist und das Gefühl vielleicht da ist, die Dinge nicht schnell genug in Gang zu bringen, was motiviert dich dann, weiterzumachen? Naja, solche tatsächlich Schlagzeilen, wie sie jetzt haben. Also wenn die AfD wieder versucht, unsere Demokratie zu zerstören, dann gibt es für mich eigentlich gar keinen anderen Grund. Und dann vergesse ich vielleicht auch die kaputte Parkbank in unserer Kommune, sondern es ist die Demokratie und dass ich diese Welt eigentlich schön haben möchte für mich und für meine Kinder, für meine Nachbarn, für dich auch, für diese Veranstaltung, für alle, die da sind. Also wir sind ein großes Wir und das können wir nur bleiben, wenn wir Faschisten und Rechten keine Chance geben. Supergeil. Vielen, vielen Dank, Anastasia.